In diesem Video erfahren Sie, wie Sie in der Mediathek des IQSH eine interaktive Aufgabe erstellen können, bei der aus verschiedenen Antwortoptionen eine oder mehrere richtige ausgewählt werden müssen. Hiermit kann das Wissen Ihrer Schülerinnen und Schüler, zum Beispiel am Ende einer Lerneinheit, wirksam abgeprüft werden. Wenn Sie sich in der Mediathek angemeldet haben, klicken Sie auf Eigene Inhalte und wählen im Dropdown-Menü Interaktion H5P aus. Der Aufgabentyp, den wir brauchen, heißt Multiple Choice. Mit einem Klick darauf öffnet sich eine Eingabemaske. Bei Titel können Sie eine Überschrift für Ihre Aufgabe eintragen. Optional können Sie unter Medium ein Bild oder sogar ein Video hochladen, das über Ihre Aufgabe erscheinen wird. In unserem Beispiel entscheiden Sie sich für ein Bild mit einer Creative Commons Lizenz, die Sie in den Metadaten auch angeben. Bearbeiten können Sie das Bild über einen integrierten Editor. Sollte das Bild auf einem Endgerät nicht geladen werden können, gibt der Alternativtext eine Orientierung. Mit dem optionalen Mouse-Over-Text können Sie eine Beschreibung festlegen, die dann angezeigt wird, wenn der Mauszeiger auf dem Bild ruht. In das Feld Frage tragen Sie als nächstes Ihre Ausgangsfrage ein. Unter Verfügbare Optionen müssen Sie nun mindestens zwei Antworten zur Wahl stellen. Und können über Option hinzufügen noch beliebig viele weitere Antwortmöglichkeiten anbieten. Wichtig ist, dass Sie bei der oder den korrekten Antworten das Häkchen vor Richtig setzen. Zu den einzelnen Antwortoptionen können Sie bei Bedarf noch Tipps und Rückmeldung geben. Bei Aufgaben mit besonders vielen möglichen Punkten kann es sinnvoll sein, für bestimmte Punktbereiche Rückmeldungen einzutragen, die den einzelnen Schülerinnen und Schülern nach Abschluss der Aufgabe angezeigt werden. Kleine Aufgaben, wie die in unserem Beispiel, erfordern einen solchen Zusatz in der Regel nicht. In den Verhaltenseinstellungen können Sie bei Bedarf festlegen, ob bei mehreren richtigen Antworten auch mehrere Punkte erreicht werden können oder ob Sie nur einen Punkt für die korrekte Lösung der gesamten Aufgabe vergeben möchten. Indem Sie nun auf Neu anlegen klicken, wird Ihre Aufgabe unter Ihren eigenen Inhalten abgespeichert. Sie können Ihre Aufgabe nun ansehen und natürlich ausprobieren. Selbstverständlich sind auch Änderungen noch möglich, die Sie mit einem Klick auf Speichern festhalten können. Wenn Sie die Aufgabe nun Ihrer Lerngruppe zur Verfügung stellen möchten, klicken Sie einfach auf das Medienlistensymbol und fügen Sie sie entweder einer schon bestehenden Medienliste hinzu oder Sie legen eine neue Liste an und klicken auf das Plus, um die Aufgabe dort abzulegen. Danach müssen Sie nur noch die Schülerzugänge generieren und sie mit der Medienliste verknüpfen. Übrigens, wenn Sie Ihrer Lerngruppe mehr als nur eine Multiple-Choice-Aufgabe zur Verfügung stellen möchten, gehen Sie einfach auf Interaktion H5P und wählen den Aufgabentyp Quiz aus. Hiermit können Sie so viele Multiple-Choice-Aufgaben, wie Sie möchten, in einem einzigen Quiz zusammenfassen und je nach Wunsch sogar noch verschiedene andere Aufgabentypen hinzufügen, sodass ein abwechslungsreiches, interaktives Quiz entsteht. Wenn Sie Multiple Choice in ein Video einbinden möchten, ist auch das mit dem Aufgabentyp Interactive Video möglich.